Sie fahren gern auf der Überholspur. Kleintransporter aus Osteuropa, maximal 3,5 Tonnen schwer, eine kleine Schlafzelle auf dem Dach. Sie befördern das, was wir bei eBay und anderswo im Netz bestellen. Schränke, Kisten, Motorräder, Werkzeuge. Es sind so viele, dass Spediteure dafür einen Namen erfunden haben. Polensprinter. Ein Autobahnparkplatz bei Gelsenkirchen. Hier treffen wir Jakub Soldan. Der polnische Fahrer muss hier 48 Stunden rumkriegen, bis er in Holland neue Ware aufnehmen kann. Das Leben bei 3 Grad am Rand der Autobahn hart. Ja, im Sommer ist es etwas besser. Da können wir uns treffen und über zu Hause reden. Wir essen und trinken was zusammen und fühlen uns auch ein bisschen sicherer. Im Winter ist es einsam. Da steht jeder allein für sich im warmen Wagen. Lebensmittel im Fußraum oder draußen am Auto. Alles darf so wenig wie möglich kosten. Wochenlang kampiert Soldan im Führerhaus, schläft in dieser Kabine über dem Steuer. 60 cm breit, genauso hoch und 2 Meter lang ist sein Schlafzimmer. Mein Problem ist, dass ich so lange von meiner Freundin getrennt bin. Ich bin ja wochenlang unterwegs. Das ist wirklich hart. Soldan ist einer von vielen, die immer da warten, wo sie einen Auftrag ergattern können. Der Gewerkschafter Michael Wahl kennt ihre Sorgen. Wahl soll eigentlich Lkw-Fahrer aus Osteuropa über ihre Rechte aufklären, trifft dabei aber immer häufiger auf die neuen Nomaden des Speditionsgeschäftes. Wir beobachten, dass auf manchen Rastplätzen zum Beispiel dauerhaft Leute stehen, die von diesem Rastplatz ihre Tätigkeit ausüben. Also die haben gar kein eigenes, also natürlich haben die kein eigenes Betriebsgelände oder sonst was. Die fahren dann wirklich, sobald sie einen Auftrag haben, sofort los. Und das ist sicherlich mehr geworden in den letzten Jahren. Übers Internet kann jeder die Transporte buchen. Das Versprechen? Einfach, leicht und billig. Auf Shipley helfen wir Ihnen, Angebote von über tausenden zuverlässigen und von Kunden bewerteten Transportunternehmen zu erhalten. Angebote auf Shipley sind niedrig, meist sogar bis zu 75% günstiger. Günstig? Was heißt das auf der Autobahn? Wir stellen einen fiktiven Transportauftrag ins Netz. 2 Paletten mit Maschinenteilen von Düsseldorf nach Barcelona. Die sollen so schnell wie möglich am Zielort ankommen. 1400 Kilometer müssen zurückgelegt werden. Die Fahrer unterbieten sich. Der Preis für den Transport sinkt von 670 über 566 auf nur 359 Euro. Wir zeigen die Angebote dem Gewerkschafter. Für gerade 359 Euro wollte ein Fahrer halb Europa durchqueren, mindestens 15 Stunden hinter dem Steuer. Ja, man sieht ja ganz klar, hier wird geboten wie bei eBay. Da sieht man sofort, was der andere angeboten hat, den unterbiete ich. Und einer fängt an, dann machen die anderen mit. So einfach ist das. Mit Folgen für die Fahrer. Offen reden wollen viele nicht. Wir drehen verdeckt. Immer mehr Fahrer kommen aus der Ukraine, Moldawien oder Weißrussland. Sie bräuchten eigentlich ein Arbeitsvisum. Wer das nicht hat, arbeitet oft weit unter dem deutschen Mindestlohn. Nach Hause fahren ist da über Wochen und Monate nicht drin. Wir kommen mit den Fahrern ins Gespräch. Einer erklärt, warum er ein Leben auf der Straße in Kauf nimmt. In der Ukraine verdiene ich als Fahrer rund 300 Euro im Monat. Und hier? Hier bekommst du mehr Geld? Hier in Deutschland schaffe ich 2000 Euro. Das ist für mich wirklich viel Geld. Die Kehrseite: Einsamkeit. Er zeigt uns ein Bild seines Babys auf dem Handy. Am Wochenende vermisst er seine Familie ganz besonders. Das Warten ist einfach scheiße, scheiße, scheiße. Es bleibt am Samstag nur Wodka und Bier. Die Fahrer erzählen, sie würden nach Kilometern bezahlt. Zwischen 26 und gerade mal 7 Cent pro Kilometer. Wartezeiten, Ladezeiten, Stunden im Stau oder ohne Auftrag bringen nichts. Nur wer schnell und viel fährt, kommt über die Runden. Eine Bezahlung nach Kilometern, also eine Bezahlung, die den Fahrer dazu anhält, besonders schnell, besonders lange zu fahren, ist verboten.
Das ist absolut illegal, das ist nach EU-Recht in ganz Europa verboten. Horst Kottmeier ist Spediteur. Ihm gehören 178 Lkw. Seine Fahrer müssen strenge Regeln einhalten. Also wir haben seit vielen Jahren in allen Fahrzeugen elektronische Tachos. Der Fahrer hat eine digitale Fahrerkarte, die wird jetzt ins Gerät geschoben. Und in dem Moment werden alle Bewegungen des Fahrzeugs und Tätigkeiten des Fahrers elektronisch erfasst. Und wie sieht es bei einem Sprinter aus? Unter 3,5 Tonnen gibt es diese Geräte, sind diese Geräte keine Pflicht. Der Fahrer muss nur eine händische Aufzeichnung machen auf so einem Formblatt. Wir nennen das bei uns so im Fachkreisen das Lügenbuch. Fest steht, Kleintransporter waren im vergangenen Jahr 50% häufiger an Unfällen beteiligt als Pkw. Zum Beispiel im September 2017 auf der A67 bei Darmstadt. Ein polnischer Kleintransporter war in verkehrter Richtung auf die Autobahn aufgefahren. 3 Menschen starben. Die Schweizer AXA-Versicherung weiß, die Sprinter sind ein besonderes Sicherheitsrisiko. Wenn es zum Unfall kommt, dann sind die Folgen des Unfalls schwerer, wenn die Ladung zum Beispiel in die Fahrkabine hineingedrückt wird oder auch, weil die Masse halt größer ist als die 3,5 Tonnen und die Beschädigungen am Gegenfahrzeug noch größer sind. In Crashtests hat die Versicherung die Ursachen von Unfällen mit Kleintransportern untersucht. Das Volumen bei den Lieferwagen ist relativ groß. Man kann da relativ viel reinkriegen. Doch die Masse, die ist beschränkt auf 3,5 Tonnen. Und das führt dazu, dass Lieferwagen sehr häufig überladen sind, überladen auch fahren und die Fahrer oftmals davon gar nichts wissen. Seit Jahren fordern Speditionsverbände schärfere Gesetze für die Kleintransporter. 4 Jahre lang war dafür Alexander Dobrin zuständig. Unternommen hat er nichts. Wir wollen vom ehemaligen Verkehrsminister wissen, warum. Ein Interviewversuch wird vom Pressesprecher abgewimmelt. Warum äußern Sie sich denn nicht? Wir haben ja offiziell angefragt. Wir müssen doch nicht immer das gleiche Spiel machen. Wir haben das mit dem Kollegen im BMVI genauso gehabt. Später eine Antwort vom Verkehrsministerium. Zitat: Deutschland unterstützt Vorschläge der EU-Kommission zur Einbeziehung von Fahrzeugen unter 3,5 Tonnen in den Anwendungsbereich der Regelungen für den Straßengüterverkehr. Solche Vorschläge gibt es schon seit Jahren. Umgesetzt wurden sie bisher nie. So geht es weiter, das prekäre Leben am Rande der Autobahnen mit Hungerlöhnen für die Fahrer und überladenen Kleintransportern auf deutschen Straßen.